Herzlich willkommen, liebe Studierende, liebe Gäste, zu unserer Vortragsreihe 1989-2019 Osteuropa zwischen Euphorie und Ernüchterung. Organisiert wird diese Reihe von der Schweizerischen Osteuropa-Bibliothek. Mein Name ist Eva Maurer und ich begrüße Sie alle recht herzlich hier zum heutigen Vortrag, der, wie üblich, und das muss ich Ihnen jetzt ankündigen, auch als Podcast aufgezeichnet wird und zur Verfügung stehen wird. Ja, letztes Mal, vor 2 Wochen, waren wir am Schwarzen Meer in Rumänien und dieses Mal sind wir an der Ostsee, bei eben Osteuropas Musterknaben Estland. So haben wir das eigentlich, als wir über den Vortrag gesprochen haben, etwas nonchalant genannt und dann ist es doch in den offiziellen Titel gekommen. Ich bin schon gespannt, was es auf sich hat mit dem Musterknaben. Ja, es sind 2 EU-Staaten, eben mit nicht nur unterschiedlicher Lage und Größe, sondern die, glaube ich, auch ganz unterschiedlich wahrgenommen werden in der Öffentlichkeit, in den Medien. Estland, das mit etwa 1,3 Millionen Einwohnern das kleinste EU-Land ist aus dem ehemaligen Ostblock, macht ja wie die meisten Kleinstaaten meistens eben nicht groß Schlagzeilen, außer es wechselt die Regierung oder irgendwelche außergewöhnlichen Ereignisse sind zu beobachten. Ansonsten erfahren wir bei diesen Kleinstaaten meistens sehr wenig über den Courant Normal. Für mich jedenfalls ist Estland eben mein Bild sehr bestimmt von seinem Ruf als E-Government-Vorreiter und als Paradies für den Internetzugang. Ich bin gespannt, was davon stimmt. Und ich freue mich umso mehr, dass wir heute eben jemanden hier haben, der sich tatsächlich auskennt mit Estland, der sich selber als Estland-Fan bezeichnet und der uns die Entwicklungen in diesem kleinen Land seit 1989 näher bringt. Dabei wird er auch einen Blick auf die benachbarten baltischen Staaten Lettland und Litauen werfen. Im Fokus stehen dabei Estlands politische Entwicklung in den letzten 30 Jahren, Estlands Verhältnis zu Europa, aber auch natürlich zu seinen Nachbarstaaten. Ganz kurz zu unserem Referenten, den ich mich sehr freue vorzustellen. Dr. Yves Patschfeld hat in Bochum, Moskau, Novosibirsk und Tallinn studiert, und zwar Politikwissenschaft und Ostslawistik bzw. russische Kultur und hat in Bochum seinen Master abgeschlossen mit einer Arbeit über die russische Minderheit in Estland. Heute lehrt und forscht Herr Patschfeld an der Universität St. Gallen. Seine dort abgeschlossene Promotion trägt den Titel Ein Land, zwei Geschichten. Die Erinnerungen von Esten und Russen in Estland im Vergleich. Und diese Dissertation können Sie auch online anschauen. Die ist über den Katalog frei verfügbar, über die Nationalbibliothek zum Beispiel finden Sie sie. Neben Yves Patschfelds Forschungsschwerpunkt im Estland gelten seine Forschungsinteressen der Geschichte des östlichen Europas ganz allgemein, der postsowjetischen Transformation, Nationalismustheorien und eben auch dem Verhältnis zwischen ethnischen Minderheiten und Mehrheiten. Seit 2018 leitet er an der Universität St. Gallen auch die School of Humanities and Social Sciences. Habe ich etwas vergessen? Nein, ansonsten vielen herzlichen Dank. Wünsche ich jetzt einen schönen Vortrag. Wunderbar, herzlichen Dank. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich freue mich sehr, heute vor großer Kulisse hier sein zu dürfen. Danke für die Einladung. Ich werde Sie in den nächsten 50 bis maximal 60 Minuten, die Uhr tickt und Frau Maurer wird darauf bestehen, wir haben das gerade vereinbart, die Zeit einzuhalten, Sie mitnehmen auf eine kleine Reise in die 80er Jahre und in den Nordosten Europas. Estland würde sich heute eher als Nordeuropa bezeichnen, aber in den 80er Jahren können wir durchaus noch von Nordosteuropa sprechen, da es damals noch ein Teil der Sowjetunion war. Wie Sie hier auf meinem Titelbild bereits gesehen haben, möchte ich Sie mitnehmen in ein Land, was sich durchaus als Musterknabe der EU heute darstellt und sich vor allen Dingen durch sein Nation Brand E-Estonia in der Welt einen Namen geschaffen hat. In den 80er Jahren sehen wir davon noch nicht so viel. Ja? In den 80er Jahren sind wir noch in der Zeit der Sowjetunion, in einer Zeit, als Brezhnev, Tschernenko und Andropow in relativ kurzer Zeitfolge das Zeitliche gesegnet haben und die Sowjetunion in vielerlei Hinsicht eigentlich am Ende stand. Ja? Und um Ihnen ganz kurz ein bisschen meine Agenda näher zu bringen, ich werde im Jahr 1986 beginnen, im Jahr des Beginns der Perestroika, werde in einem zweiten Abschnitt mir die Jahre 89-91 als zentrale Jahre der Entscheidung hin zu einem unabhängigen estnischen Staat, aber auch zu unabhängigen baltischen Staaten anschauen, dann die Transformationszeit, die den Übergang oder die Abwicklung des
sowjetischen Erbes hin zur EU- und NATO-Mitgliedschaft 2004 beleuchtet. Und am Ende wagen wir, hoffentlich haben wir noch genug Zeit natürlich, noch einen kleinen Blick in die Gegenwart. Und dann schließt sich der Kreis, dann haben wir mit der Titelseite mit E-Estonia angefangen und kommen auch wieder in E-Estonia an. 86, ich habe es gesagt, der Titel der Vortragsreihe ist eigentlich 89, ja, Wenden in Europa. Die Wende im Baltikum fängt 1986 an. Im Februar verkündet Michail Gorbatschow, die junge Garde, ja, der ist damals Anfang 50, im Verhältnis zur gerontokratischen Führung der Sowjetunion in den Jahrzehnten zuvor, ist er wirklich ein Jungspund im Verhältnis und er stößt Veränderungen an. Ja. Er stößt massive Veränderungen an, die vor allen Dingen mit den drei Losungen Glasnost, Perestroika und Uskarenie. Uskarenie wird eigentlich immer vergessen, das sind drei Losungen. Ja, wir haben Transparenz, Umbau und Beschleunigung. Ja. Ein bisschen Bewegung in das Ganze bringen. Eigentlich ein sehr zentraler Begriff. Warum macht er das? Gorbatschow tritt mit seinem Reformprogramm nicht an, um die Sowjetunion zu zerlegen, um die Sowjetunion zerfallen zu lassen, um die Sowjetunion zu zerstören, sondern er möchte die Sowjetunion wieder konkurrenzfähig machen. Die Sowjetunion gibt einen großen Teil des Staatsetats für Rüstung aus. Ja, man versucht mit den NATO-Staaten, vor allen Dingen mit den USA, standzuhalten, mitzuhalten. Und das manifestiert sich vor allen Dingen im Jahr 1983 am sogenannten SDI oder Star Wars Programm, was Ronald Reagan lanciert und was eine Kriegsführung in den Weltraum verlegen soll. Die Sowjetunion ist hier durchaus technisch in der Lage, ressourcentechnisch ist sie das nicht mehr. Und Gorbatschow ist sozusagen einer der Ersten, der das wirklich in verantwortungsvoller Position zur Sprache bringt und die enormen Rüstungsausgaben an einigen Stellen zurückfährt, mit einem gleichzeitig verbundenen Reformprogramm, was die Sowjetunion wieder konkurrenzfähig mit dem Westen machen soll und vor allen Dingen die mangelnde Versorgung verbessern soll. Es wird sich zeigen in Zeiten der Perestroika, dass die Versorgungslage der Bevölkerung noch schlechter wird. Ja? Also bis sie dann 90, 91 wirklich auf ihren Tiefstand ist. Aber als er 1986 dieses Programm lanciert, ist sozusagen das Ziel Konkurrenzfähigkeit. Die baltischen Staaten greifen dieses Programm, vor allen Dingen diese Förderung nach mehr Transparenz, dankend und unterstützend auf. Und das Erste, was sich im Baltikum bewegt, auf dem Weg sozusagen zur Wende, zu einer möglichen späteren Unabhängigkeit, ist eine Umweltbewegung. Warum? Was ist das, der Punkt mit einer Umweltbewegung? Wir haben im April 86 haben wir den Super-GAU in Tschernobyl. Ja? Eine riesige Katastrophe, die die Sowjetunion, besonders einige Regionen der heutigen Ukraine und des heutigen Weißrusslands, massiv betrifft. Aber auch natürlich Wehrpflichtige aus den baltischen Staaten als Exekutoren oder dergleichen dort in Mitleidenschaft zieht. Ja, es ist also wirklich eine nationale Katastrophe, die herangezogen wird. Und zeitgleich lanciert die Sowjetunion drei Großprojekte. Ja, es geht zum einen geht es um ein neues Wasserkraftwerk im heutigen Lettland. Es geht um einen zusätzlichen Block des Ignalina-Kernkraftwerks. Und es geht um einen forcierten Phosphoritabbau im Nordosten Estlands. Und hätte man das gemacht, hätte man, weil man diesen Phosphorit im Tagebau hätte fördern wollen, hätte man den Grundwasserspegel so weit senken müssen, dass man große Teile Nordostestlands in Steppe verwandelt hätte. Ja, das hätte dann so nach Kasachstan ausgesehen, wenn man das umgesetzt hätte. Das macht die Bürger besorgt und was zeitgleich noch hinzukommt, die Sowjetunion sieht an vielen Stellen so aus. Was ich Ihnen hier zeige, sind Screenshots aus dem sowjetischen Film Stalker von Andrei Tarkovsky von 1979, der an diesen beiden Stellen in Tallinn gedreht wurde. Das können wir auch heute noch sehen. Das ist am Kulturikartell, am Fischhafen sozusagen, ist der Schornstein, den Sie hier sehen. Deshalb steht da bis heute UN drauf. Und man sieht auch noch diese Kohlenrutsche. Das ist der Eingang zu einer postapokalyptischen Welt. Ja? In dem Film hat es einen außerirdischen Impact gegeben, Sie kennen den Film vielleicht. Und das Schlimme ist, man musste die Dystopie gar nicht nachstellen. Man hatte in der Sowjetunion an vielen Stellen dystopische Verhältnisse. Ja? Die Umwelt in vielerlei Hinsicht durch die Schwerindustrie,
wirklich zugrunde gerichtet. Und das ist ungefähr der Stand der Mitte der 80er Jahre an vielen Teilen Estlands, der sich hier in diesem Film eigentlich sehr, sehr gut nochmal festhalten lässt. Und entsprechend ist es eigentlich ein breiter Konsens in der Bevölkerung, dass diese Umweltbewegung unterstützt wird. Zeitgleich ist das Baltikum, vor allen Dingen Estland, aber auch die Avantgarde der Sowjetunion. Ja, also die baltischen Staaten, das wissen Sie sicherlich, sind im Zuge des Hitler-Stalin-Paktes, der 1939 im August geschlossen wurde, 1940, 1941 völkerrechtlich, widerrechtlich von der Sowjetunion inkorporiert worden. Ja, es hat Scheinwahlen gegeben, die Opposition wurde vorher ausgeschaltet und die baltischen Staaten haben einen offiziellen Aufnahmeantrag in die Sowjetunion gestellt. Ja, ab da waren sie Teil der Sowjetunion, nur mit einem kurzen Unterbruch der deutschen Besetzung im Zweiten Weltkrieg von Juni 41 bis 44, Anfang 45. Ja, ab dann war es wieder Teil der Sowjetunion und wieder voll im sowjetischen System. Nichtsdestotrotz ist für die ganze Periode der Sowjetunion, die baltischen Staaten sind, was den Lebensstandard angeht, wesentlich höher gestellt. Und man ist gefühlt schon im Westen. Ja? Also man kann in Estland, in Nordestland, in Tallinn, kann man finnisches Fernsehen sehen. Ja, man hat einen Blick in den Westen. Man hat einen Blick in die Welt, den man sonst an anderen Teilen der Sowjetunion im Zweifelsfall nicht hat. Ja, also das heißt, auch die Esten, auch durch die sprachliche Verwandtschaft zum Finnischen, sind durchaus in der Lage, ungefilterte Nachrichten zu verfolgen. Ja? Die Möglichkeit besteht sonst für andere Teile nicht. Und das gute Grundsetting, vor allen Dingen aber auch die guten Wege und die im sowjetischen Verhältnis durchaus gute Infrastruktur, führen dazu, dass die Sowjetunion in der zweiten Hälfte der 80er Jahre neue Wege geht. Ja, man sieht ein, dass die staatliche Planwirtschaft den Bedarf der Bevölkerung nur unzureichend decken kann. Wenn Sie mal eine Campingtour mit Freunden gemacht haben und Sie müssen für 10 Tage für 8 Leute einplanen, dann merken Sie spätestens am 3. Tag, dass Sie irgendwas vergessen haben. Große Problem der Planwirtschaft. Ja, die Leute wissen das auch und fangen dann spätestens im 2. Jahr des 5-Jahres-Plans an, alles aufzukaufen, weil man ja weiß, es reicht nicht bis zum Ende. Ja, also es ist mehrere Ecken, die dieses System zum Fall bringen. Und was man hier versucht im Baltikum, ist zaghafte Blümchen des Kapitalismus sozusagen zu züchten. Ja, man versucht erste sowjetische Joint Ventures mit ausländischen Firmen aufzusetzen und marktwirtschaftlich aktiv zu werden. Mit dem Ziel, die Unionsrepubliken in stärkere Unabhängigkeit wirtschaftlicher Art zu setzen. Weil die Zentrale in Moskau auch hier in dieser Zeit schon festgestellt hat, dass eigentlich der Staatshaushalt nicht mehr zentral zu tragen ist, sondern dass ein dezentrales System durchaus Vorteile hätte. Was hier interessant ist, IMER, das hat so viel wie Wirtschaft, also selbstständiges Wirtschaften, heißt aber gleichzeitig auf Estnisch auch Wunder. Ja? Also es ist eigentlich ein netter Zusammenfall mit verschiedenen Namen. Und wenn wir uns die Personen angucken, mindestens Edgar Savisaar und Siim Kallas treffen wir noch mehr. Siim Kallas, EU-Kommissar, langjährig, Edgar Savisaar, ein führender Kopf der entstehenden Volksfrontbewegung, später langjähriger Bürgermeister von Tallinn, in den letzten Jahren etwas stiller geworden, da er aufgrund von Korruptionsvorwürfen sich vor verschiedenen Gerichtsverfahren verantworten musste und nun eigentlich vor allen Dingen durch seinen Gesundheitszustand sich sehr, sehr stark zurückgezogen hat. Aber das sind Personen, also wenn wir auch über Kontinuitäten von Politikern sprechen, es sind Personen, die Estland aus den 80er Jahren über die Transformationszeit bis in die Gegenwart begleiten. Das ist eigentlich ein sehr interessanter Punkt, dass wir hier durchaus aus der sowjetischen Zeit Kontinuitäten haben, die auch aus der kommunistischen Partei herausgehen können. Ja, Mitte der 80er Jahre, wenn Sie politisch aktiv werden wollen, ging das nur über die kommunistische Partei. Edgar Savisaar ist Mitglied der kommunistischen Partei. Ja? Arnold Rüttel, den wir gleich noch sehen, ist Vorsitzender des Präsidiums des Obersten Sowjets. Der wird dann der zweite Präsident der Estnischen Republik, der unabhängigen Estnischen Republik. Ja, es gibt durchaus Kontinuitäten, die hier weiterlaufen. Davon sind wir aber noch ein Stück weit entfernt. Hier sind das noch junge Männer, die hauptsächlich in der staatlichen Planungsbehörde arbeiten und nun den Auftrag kriegen, ein neues für die Sowjetunion wirklich grundlegend anderes Wirtschaftssystem und Wirtschaften zu lancieren. Die Umweltbewegungen, die ich Ihnen gerade skizziert habe, breiten sich immer weiter aus. Aus den Umweltbewegungen
entwickeln sich historisch interessierte Clubs, historisch interessierte Gruppen, die vor allen Dingen die Sprache auf die nicht besprochenen Kapitel der sowjetestnischen, sowjetlettischen und sowjetlitauischen Geschichte setzen wollen. Vor allen Dingen auf das geheime Zusatzprotokoll des Hitler-Stalin-Pakts, was Estland und Lettland und dann im Nachfolgevertrag der deutsch-sowjetische Grenz- und Freundschaftsvertrag von September 1939 dann auch Litauen der sowjetischen Einflusssphäre zuschlägt und damit eigentlich das Schicksal von Mittelosteuropa in dieser Hinsicht schon vor der Konfrontation zwischen Sowjetunion und Hitler-Deutschland eigentlich vorwegnimmt. Ja? Aus diesen Umweltbewegungen, Denkmalschutz, historisch interessierten Clubs entwickelt sich im Jahre 1988 die sogenannte Volksfrontbewegung. Ja, die heißen in Estland heißen die Rahvarinne, also Volksfront, und in Lettland, Litauen heißen sie Sajudis, also Bewegung. Ja, aber insgesamt ist es eigentlich sehr, sehr ähnlich. Der Gründungstag, wenn man was festmachen will, ist der 13. April 1988. Da wird Edgar Savisaar in einer Live-Sendung, da sieht man auch, da hat sich in der Sowjetunion schon einiges geändert. Live-Sendungen gab es vorher im sowjetischen Fernsehen eher selten. Man weiß nie, was die Leute sagen, das kann man dann zur Not nochmal rausschneiden. Hier nicht mehr möglich, wird aufgefordert, doch so eine Gruppierung aufzustellen. Und das ist die Basis. Und wir sehen dann, im Oktober gründen sich dann eigentlich in sehr kurzen Abständen die drei Volksfrontbewegungen in den baltischen Staaten. Und die werden das zentrale Sammelbecken für Zivilgesellschaft und für den Kampf zunächst für Autonomie, Souveränität und dann im letzten Schritt Unabhängigkeit. Ja? Wenn wir uns grundsätzlich fragen, das sind keine Parteien, das sind eher runde Tische, so wie wir sie aus der Wendezeit aus Ostdeutschland kennen. Ja, also um da nochmal einen Bezug zu setzen. Von Parteien sind sie weit weg. Die Kommunistische Partei hat sozusagen noch den alleinigen Vertretungsanspruch. Dafür ist es noch zu früh. Aber es ist schon so weit gegangen in der Entwicklung, dass diese Zivilgesellschaft außerhalb der Kommunistischen Partei zugelassen wird. Sie wird nicht mehr unterdrückt. Ja? Das ist eine Erfahrung, die die Menschen machen und die sie auch täglich wieder motiviert, ein Stück weiterzugehen, dass das, was eigentlich noch vor 10 Jahren mit Gefängnisstrafen geendet hat, dass das heute bei einer Verwarnung bleibt oder gar nichts mehr passiert. Ja? Also man kann es immer sukzessive weiter ausdehnen und die Leute werden dadurch noch weiter motiviert, hier fortzufahren. Das Ziel ist noch keine Unabhängigkeit, sondern es geht darum, grundsätzlich die Sowjetunion umzugestalten, ja? Ein neues System, ein neues Land zu schaffen mit demokratischen und humanistischen Prinzipien. Das ist die Forderung der estnischen Volksfrontbewegung. 1988 kommen auch Parteien dazu, unter anderem die Estnische Nationale Unabhängigkeitspartei, und die verfolgen eine etwas andere Agenda. Die Volksfronten, man sieht das hier auch am Namen nochmal, Estima Rahvarinne Perestroika Teutosek, Sie entschuldigen meine estnische Aussprache, die ist nicht so gut, aber es heißt grundsätzlich die estnische Volksfront oder die estländische Volksfront zur Unterstützung der Perestroika. Also auch hier macht man eigentlich einen sehr geschickten Coup. Gorbatschow kann im Prinzip nicht groß da was dagegen haben, sondern das ist eine Bewegung, die seine Reform unterstützt. Das ist eine Bewegung, die seinen Reformweg auch gegen alte Parteikader und so weiter als natürlicher Verbündeter mit weiter vorzieht. Aber aus dem System heraus. Was die Unabhängigkeitsparteien wollen und was sie sehr, sehr früh schon ansetzen, ist sozusagen eine möglichst schnelle, forcierte Unabhängigkeit am sowjetischen System vorbei. Also keine Kooperation mit dem sowjetischen System, sondern die Gunst der Zeit nutzen, um die Ziele einer möglichen Selbstständigkeit zu verwirklichen. Ja, also immer auch in dem Betracht, man hat natürlich in dieser Zeit auch noch das Tauwetter von Khrushchev in Erinnerung. Eine kurze Phase der Liberalisierung, die dann aber wieder zu Ende war und vor allen Dingen dann auch für die baltischen Staaten wieder mit Repression verbunden war. Ja, also das ist durchaus in Erinnerung. Deshalb diese baltischen Unabhängigkeitsparteien wollen einen forcierten, schnellen Weg in die Unabhängigkeit. Gorbatschow merkt diese Bewegung und versucht, die sowjetische Verfassung stärker in Richtung einer Präsidialverfassung zu setzen. Die Reaktionen, die darauf kommt, sind Souveränitätserklärungen der baltischen Staaten und ein ganz zentraler Punkt auch der
russisch-sozialistischen föderativen Sowjetrepublik. Ja? Schon damals unter, dann 1990 unter Jelzin. Ja? Also man hat eigentlich die größte Einheit territorial innerhalb der Sowjetunion, die sich auch als souverän vom sowjetischen Gesetz erklärt. Ja? Also man sagt sozusagen, das republikanische Gesetz steht über dem föderalen. Das heißt, estnische Gesetze gelten zuerst und dann sowjetische. Ja? Also die estnischen schlagen die sowjetischen. Was eigentlich, wenn man das auch mal weiterdenkt, 1990 schon bedeutet, dass die Zentrale, die Sowjetunion, die eigentlich als Dach über diesen Unionsrepubliken thronen sollte, eigentlich hier schon einen großen Teil der Macht verloren hat. Ja? Das Ganze ist gespickt von verschiedenen Protestaktionen, die mehr oder minder ernsthaft gemeint sind. Ich erinnere mich aus meinen Interviews, die ich im Rahmen meiner Doktorarbeit geführt habe. Da hat mir eine Interviewpartnerin erzählt, die hat in Tartu studiert. Und sie hat sich an einen Protestmarsch für bessere Wurstverhältnisse angeschlossen. Aber, noch eine ernste Sache gewesen, sie wurde am nächsten Tag zum Parteisekretär ihrer Fakultät gebeten und musste dann nun Rede und Antwort stehen. Sie sind erkannt worden, wir wissen, dass Sie das waren, Sie waren dabei. Können Sie uns sagen, wer die Redelsführer waren, wer hat das angestiftet? Und sie erzählte mir dann, sie hat nichts gesagt, sie wusste auch nichts, für sie war das einfach ein Schabernack, ja. Man protestiert für bessere Wurst. Ja, das war nicht wirklich ernst gemeint. Für die Sowjetunion war das aber trotzdem ein Affront. Aber sie hat 2 Tage Angst gehabt, sie hat 5 Tage Angst gehabt. Man hat ihr gesagt, sie können ihr Stipendium verlieren. Es könnte Konsequenzen haben, sie können von der Studium ausgeschlossen werden. Aber als nach 5 Tagen nichts passiert ist, war das auch wieder eine Bestätigung für sie. Das sowjetische Regime ist 88, 89 nicht mehr bereit, wirklich forciert Leute zu verhaften und einen Repressionsapparat einzusetzen. Ja? Also da ist die Perestroika schon so weit geraten, zumindest in den baltischen Staaten, dass das nichts mehr passiert. Und das unterstützt natürlich solche Bewegungen. Ja? Also man hat in den Jahren 88, 89, 90, hat man eine Vielzahl von Protestbewegungen, eine wirklich lebendige Zivilgesellschaft, die sich dann vor allen Dingen auch in großen Versammlungen und dann im Zusammenhang mit der sogenannten singenden Revolution niederschlägt. Ja, also die friedliche Loslösung der baltischen Staaten von der Sowjetunion ist sehr, sehr stark mit dem Begriff der friedlichen Revolution verbunden. Also eine singende Bevölkerung, die sich frei singt von der Unterjochung durch die Sowjetunion. Und was wir hier sehen, ist der große Versammlungsplatz auf dem estnischen Sängerfeld. Und um ein bisschen mal Lokalkolorit dieser Zeit zu geben, möchte ich Ihnen gerne dieses Video hier kurz anspielen, damit wir mal einen Eindruck bekommen. Sie sehen, das ist emotional, ja? Und das nimmt richtig Fahrt auf. Und in den Jahren 89, 90, 91 wird es wirklich zur Massenbewegung. Diese Volksfrontbewegung entsteht aus einer Bewegung der Intellektuellen heraus und wird aber zu einer breiten Bewegung aus dem Volk, ja? Wird zu einer Massenbewegung. Und das zeigt sich dann vor allen Dingen am 23. August 1989. Als 1 bis 2 Millionen Menschen den Hitler-Stalin-Pakt kommemoriert haben. Versuch's nochmal. Ja. Thank you.
Und hier ist auch klar, dass die Bewegung jetzt die Wiederherstellung der Eigenstaatlichkeit will. Ja, also es ist das Ziel, die Eigenstaatlichkeit wieder hervorzutun. Und hier kommt ein estnischer Aktivist auf die schlaue Idee, dass ja dadurch, dass die Sowjetunion die baltischen Staaten widerrechtlich okkupiert hat, eigentlich die Staatsbürgerschaft der Zwischenkriegszeit ja noch aktiv ist. Sie gilt für die Leute in der Nachfolge oder für die, die noch leben, als auch für die, die ins Exil gegangen sind. Also beginnt man, alle estnischen Staatsbürger zu registrieren, Registrierungen auszugeben. Und im Februar 1990 haben sich 800.000 Esten registriert. Das sind alle Esten eigentlich, die in Estland leben. Ja, der andere Teil, russischsprachige Minderheit, die vor allen Dingen durch die sowjetische Migrationspolitik dazugekommen sind. Aber eigentlich hat man im Februar 1990 hat man eine komplette Registrierung der estnischen Bevölkerung. Mart Laar hat mal in einem Interview gesagt, die ersten 100 von diesen Registrierungsscheinen, die hat man relativ einfach auf sowjetischem Papier, sah jetzt nicht wirklich fancy aus, hat man Ticket nach Sibirien genannt. Ja, weil Sie können sich vorstellen, 100 Leute können Sie noch verhaften. 1000, 10.000, 100.000, 800.000 können Sie nicht mehr verhaften. Ja? Also auch hier hat es einfach durch eine schiere Größe einen Punkt erreicht, wo wirklich eine Niederschlagung wirklich nur noch mit einem großen Blutvergießen möglich gewesen wäre. Und das hat sich hier in den Jahren schon vorher gezeigt, dass man hier nicht mehr bereit ist. Auf Basis dieser 800.000 Menschen führt man Wahlen zum estnischen Kongress durch und bildet eine erste Exekutive unter Tunnekelam. Ja, der wird später auch EU-Abgeordneter, eigentlich eine interessante Persönlichkeit, aus einem eher konservativen Bereich, ein Dissident zur sowjetischen Zeit. Damit hat Estland zum ersten Mal eine wirklich moralische Autorität, ja, eine Exekutive, die wirklich durch das Volk, durch die Esten gewählt wurde. Und damit natürlich eine sehr große Zugkraft für diese weitere Bewegung hat. Das habe ich Ihnen gerade schon gesagt. Zwei Strömungen. Unabhängigkeit, möglichst schnell, möglichst am sowjetischen System vorbei, Zeitfenster nutzen oder aus dem sowjetischen System heraus. Ja, das sind die zwei Optionen, die man im Prinzip verfolgt. Am Ende wählt man einen Mittelweg. Beide Bewegungen beeinflussen sich sozusagen positiv. Die Volksfront wirkt etwas auf die Unabhängigkeitspartei ein, dass sie sich mäßigt, weniger radikal in ihren Forderungen ist und in ihrer Umsetzung. Die Unabhängigkeitsparteien bringen die Volksfronten auch ein bisschen in Bewegung. Ja? Bei den ersten freien Wahlen zum obersten Sowjet 1990 gewinnen die Volksfronten in allen baltischen Staaten mit großem Abstand und es wird eine Regierung gebildet unter Edgar Savisa, den ich Ihnen gerade auf diesen Bildern und in dem Video gezeigt habe, der später Bürgermeister wird. Der bildet sozusagen eine gewählte Regierung. Das Präsidium des obersten Sowjets verbleibt beim KP-Mitglied, bei Arnold Rüttel. Der wird später Präsident der Estnischen Republik, zweiter Präsident. Kontinuität. Man unterscheidet in den baltischen Staaten sehr, sehr stark, ob sozusagen auch innerhalb der KP die Funktionäre für die jeweiligen Einheiten, für Estland, für Lettland, für Litauen gearbeitet haben oder für die Zentrale in Moskau. Das ist die zentrale Unterscheidung. Und wenn Sie sozusagen schon als KP-Mitglied für Estland gearbeitet haben, für die estnischen Belange, dann ist das auch nicht nachteilig für Sie innerhalb der Transformationszeit. Das sieht man an der Person von Rüttel eigentlich sehr, sehr gut. Was machen die? Die streichen die Bezeichnung sowjetische, sozialistische, ja, also diese ESSR, SS wird gestrichen, Estnische Republik, und die nationalen Symbole der Zwischenkriegszeit werden wiederhergestellt. Das heißt, die Leute fangen an, auf ihren Dachböden die alten estnischen Fahnen aus der Zwischenkriegszeit wieder herauszuholen, die man über Jahrzehnte versteckt hat, oder man versucht, sich aus Stoffen wieder neue zu setzen, ja, in den estnischen Farben. Die baltischen Staaten beeinflussen sich untereinander. Ja? Litauen nimmt hier in dem Unabhängigkeitsprozess zunächst die Vorreiterrolle ein, erklärt sich unabhängig von der Sowjetunion. Als Folge gibt es eine Wirtschaftsblockade, die nur durch eine Intervention von Deutschland und Frankreich aufgelöst werden kann. Estland und Lettland sehen das, sind etwas schlauer und erklären einen moderaten Weg, eine sogenannte Übergangsperiode zur Unabhängigkeit. Ist klar, wir wollen Unabhängigkeit. Aber es ist noch nicht so weitgehend, dass wirklich eine Blockade verhängt werden kann. Ja, das war ein sehr geschickter Zwischenschritt, um das Ganze zu setzen.
Wenn wir uns fragen, stehen alle dahinter, die ganze Bevölkerung? Nein. Es gibt auch eine Gegenbewegung, die nennt sich in Estland Interfront, Interrinne, und bezieht sich auf die internationale Rolle der russischen Sprache. Ja, das ist, daher kommt dieser Name. Und das ist eigentlich ein Sammelbecken aus Hardlinern der alten Garde, Kommunisten, denen auch der Weg und die Reformen Gorbatschows zu weit gehen. Und es sind Leute, die verängstigt sind. Ja, es sind Leute, die Angst vor dem Morgen haben, dass sie als Russen, die in Estland geboren sind, aber erst mit ihren Eltern in der Nachkriegszeit gekommen sind, vielleicht keinen Platz mehr haben in einem unabhängigen Estland. Und was man an dieser Stelle aus der heutigen Sicht sagen muss, diese Ängste sind nicht unbegründet. Ja, wir werden gleich sehen, in der Vergabe der estnischen Staatsbürgerschaft hat man einen sehr, sehr strikten Weg verfolgt, den im Prinzip diese Migration aus 40 Jahren Sowjetunion eigentlich ausgeklammert hat. Das Ganze bleibt eine Episode. Ja? Also es gelingt nicht, flächendeckend zu setzen. Man versucht, das Gebäude des obersten Sowjets in Tallinn gegenüber von der Nevsky-Kathedrale, wenn Sie schon mal da waren, das heutige Parlamentsgebäude zu stürmen. Es wird aber durch einen Radioaufruf, wird sozusagen das Volk mobilisiert und es bleibt bei diesem Punkt. Allgemein kann man sagen, die Bevölkerung schützt ihre Einrichtung durch Menschenketten. Im estnischen Fall ist das mehrheitlich unblutig ausgegangen. Im Falle von Vilnius und Riga gibt es hier Todesopfer. Ja? Und das liegt vor allen Dingen daran, dass Gorbatschow auch das System nicht mehr wirklich im Griff hat und es einzelne Parteikader innerhalb der Sowjetrepubliken gibt, die sich selbstständig machen und sogenannte Notfallkomitees oder Rettungskomitees gründen, um das Ruder nochmal rumzureißen. Und in diesem Zusammenhang versucht man sich vor allen Dingen Schlüsselgebäude die Kontrolle zu erwerben, Radio, Fernsehen dergleichen, und hier sterben Menschen. Ja? Die werden durchaus von Panzern überrollt. Ja? Wir sparen die Bilder. Es gibt auch Bilder dazu, aber die habe ich hier nicht reingenommen. Was dem Ganzen mal ein bisschen die Sprengkraft nimmt, ist, dass im Januar 1991 Jelzin nach Tallinn kommt und die russischen Soldaten innerhalb der Roten Armee, die in den baltischen Staaten eingesetzt werden, zur Mäßigung aufruft, keine Verbrechen gegen die Zivilgesellschaft, gegen die Zivilbevölkerung zu übernehmen. Und das ist durchaus bis heute, es gibt kein Denkmal für Gorbatschow in Tallinn, aber es gibt eine zumindest Gedenkplakette für Jelzin. Wenn Sie vom baltischen Bahnhof kommen und in die Altstadt gehen, dann laufen Sie rechter Hand zum Domberg, laufen Sie an der Gedenkplakette heute vorbei. Also man hat das bis heute, kommemoriert man das und man würdigt das eigentlich. Und es bleibt zum Glück auch bei diesen genannten Todesopfern. Also es gibt keine größeren Blutvergießen. Und der nächste Schritt ist im Prinzip, Gorbatschow versucht, die Verfassung zu ändern. Wir wissen, Gorbatschow endet als letzter und erster Präsident der Sowjetunion. Das basiert auf dieser Verfassungsreform. Die baltischen Staaten boykottieren das und führen ihrer Stadt Unabhängigkeitsreferenden durch, die mit großer Mehrheit angenommen werden. Und wir sehen das dann bei der Bevölkerungsverteilung auch. Es sind nicht nur Esten, Letten und Litauer, die hier abstimmen, sondern es sind durchaus auch Angehörige der russischsprachigen Bevölkerung. Das europäische, das westliche Ausland macht nichts. Und warum? Weil man Angst hat, dass man die Position Gorbatschows gefährdet. Deshalb hält man sich eigentlich bis August zurück. Im August, das wissen Sie, gibt es den Putsch gegen Gorbatschow. Alte Parteikader versuchen, den neuen Unionsvertrag zu verhindern. Gorbatschow wird auf der Krim unter Hausarrest gestellt und kehrt zurück. Der Putsch scheitert, aber hat die Macht eigentlich an Jelzin verloren. Ja, also er führt ihn dann vor. Sie kennen sicherlich die Bilder, wo wo Gorbatschow dann ein Papier verlesen muss, was Jelzin eigentlich geschrieben hat. Ja, und damit eigentlich wirklich ein großer Gesichtsverlust. Die baltischen Staaten nutzen ihrerseits diese Chance und erringen ihre Unabhängigkeit wieder. Ja? Zentraler Punkt. Damit enden die großen Ereignisse 1991. Ja, die baltischen Staaten haben es geschafft, friedlich ihre Unabhängigkeit von der Sowjetunion zu erstreben. Und was macht man jetzt? Man baut Denkmäler ab. Was noch? Man hat eine enorme Zahl von Herausforderungen in allen Bereichen. Politisches System, keine Erfahrung. Man hat die Volksfronten, ein bisschen ansonsten. Zwischenkriegszeit kann man zurückgucken, wird auch durchaus gemacht.
Wenn man aber genau gucken würde, müsste man eigentlich sagen, dass wenn man auf die Zwischenkriegszeit schaut, man darf nur auf die Anfang der 20er Jahre schauen, weil in Litauen 1926 eine autokratische Wende stattgefunden hat und in Estland und in Lettland 1934. Also wenn man in die Zwischenkriegszeit schaut, dann sollte man genau schauen, was man sich hier anschaut, wenn man einen neuen Staat gründen will. Große Herausforderung. Wirtschaftliche Herausforderung, sowjetische Planwirtschaft, sowjetisches System, voll eingebunden, nicht selbstständig. Dieses E-Mail-Programm ist kein Wunder geworden, leider, auch wenn der Name es impliziert. Hat nicht funktioniert, man muss auch hier neu anfangen. Aber das Ziel ist klar. Das Ziel ist die Westeinbindung. Die Einbindung nach Europa. Rückbesinnen nach Europa. Europäische Gemeinschaft, später dann EU und NATO. Das eine steht für Wohlstand, das andere für Sicherheit aus der Erfahrung des 20. Jahrhunderts. Politisch gelingt das für alle drei Staaten eigentlich recht gut. In Estland gewinnt eine Regierung unter Mart Laar und gründet die Regierung, die Minister, die er aufgestellt hat, sind mehrheitlich unter 35 Jahre alt. Das ist enorm jung. Ja, also auch das Bild von diesen baltischen Staaten in den 90er Jahren ist das Bild einer sehr jungen Gesellschaft, liegt wahrscheinlich auch an diesen Politikern. Für den Präsidenten, dann suchen sie sich einen alten Hasen. Den Schriftsteller und Filmemacher Lennart Meri, der günstigerweise auch Polyglott ist und damit die Anliegen seines Landes in Finnland auf Finnisch, in Deutschland auf Deutsch, in England und in den USA auf Englisch setzen kann. Das macht enorm Eindruck und er ist wirklich eine Zugkraft des Ganzen. Hier haben wir nochmal Bilder von den dreien. Also man kann wirklich sagen, für die Anfang der 90er Jahre sind diese drei Herren, das ist Lennart Meri, die großen zentralen Figuren, die ihre Länder, die ja für 40 Jahre eigentlich Terra Incognita waren, von der Landkarte verschwunden waren, man eigentlich nicht viel gehört hat, nicht viel mehr wusste, wieder dann auf die Bühne der Welt zurückbringen. Ja? Große Probleme, die sich stellen, neben allem, was ich jetzt genannt habe, ist die Veränderung der Bevölkerung. Estland hat in den 30er Jahren 88% estnische Bevölkerung, im Jahr 1989 nur noch 61%. Der Bevölkerungsanteil von Esten und vor allen Dingen russischsprachigen Gruppen hat sich enorm gewandelt. Die russische Minderheit war auch schon in der Zwischenkriegszeit die größte Minderheit, die ist nicht neu. Aber sie macht jetzt im Prinzip 35% der Bevölkerung aus. 35% der Bevölkerung sind russischsprachig. Und jetzt haben wir hier das Problem, die sowjetische Gesellschaft hat separierte Strukturen geschaffen. Wir haben eine gesellschaftliche Trennung, die vor allen Dingen strukturell bedingt ist. Wir haben getrennte Bildungswege, wir haben getrennte Arbeitsdomänen. Die russischsprachige Bevölkerung arbeitet verstärkt in der Schwerindustrie, estnischsprachige Bevölkerung eher in Städten und auf dem Land als Beispiel, um es mal ganz einfach zu sagen, und wohnen. Wir haben bestimmte Rajons oder Gebiete in den jeweiligen Städten, die mehrheitlich von russischsprachigen Menschen bewohnt werden oder von estnischsprachigen. Es gibt sehr, sehr wenig Berührungspunkte in dieser Hinsicht. Was sich aber gezeigt hat, in diesen Volksfrontbewegungen ist auch ein neuer estnischer Nationalismus entstanden. Der hat den sowjetischen Nationalismus, der nur noch eine leere Hülle war, neu gefüllt. Hat ihn mit neuen Inhalt besetzt und auch mit einem exklusiven Anspruch an diesen estnischen Staat. An diesen neuen estnischen Staat. Ein Staat von Esten, durch Esten, für Esten. Ja, wenn man das mal so sagen möchte. Und die russischsprachige Minderheit hat gestern eigentlich noch teilweise auch in der Sowjetunion in durchaus privilegierter Position gelebt, in privilegierter Position sich befunden. Das Russische als Lingua Franca überall möglich gewesen. Die wachen nun in einem neuen Staat auf, wo alles anders ist und wo praktisch ihre Ethnie, ihre Nationalität eigentlich nichts mehr gilt. Das Problem ist nämlich, dass die estnische und lettische Staatsbürgerschaft auf dem Jus Sanguinis, also sagen, ne, Blut, Abstammung beruht und nur an die Menschen vergeben wird, die bereits Vorfahren in der Zwischenkriegszeit hatten oder selbst schon in der Zwischenkriegszeit gelebt haben. Die bekommen die estnische Staatsbürgerschaft. Das heißt auch, dass diese 8% und ihre Nachkommen natürlich die estnische Staatsbürgerschaft bekommen, aber nicht die vielleicht weiteren 30%, die im Rahmen der sowjetischen Binnenmigration, das sind ja nun keine Okkupanten gewesen, ja, also nur ein Bruchteil davon wird mit dem Bajonett in der Hand
in Estland einmarschiert sein. Es sind Leute, die als Wirtschaftsmigranten innerhalb der Sowjetunion in die baltischen Staaten gezogen sind, weil sie dort einen höheren Lebensstandard erwartet haben und vorgefunden haben. Das war ja durchaus ein attraktives Ziel. Ja? Die werden an dieser Stelle zu Bürgern zweiter Klasse gemacht. Oder sie zumindest, die werden überhaupt nicht zu Bürgern gemacht. Sondern man duldet sie, aber man sagt ihnen nicht, dass man sie duldet. Man schafft erst Mitte der 90er Jahre schafft man Möglichkeiten der Einbürgerung, dass man eine Staatsbürgerschaft beantragen kann. Und im lettischen Fall ist die mit einer Quote verbunden. Also egal, ob sich 100.000 russischsprachige Menschen einbürgern lassen wollen, man bürgert in diesem Jahr nur 1.000 ein. Ja? Also man hat sehr, sehr rigorose Zugangsbedingungen und man fängt auch erst Mitte, Ende der 90er Jahre an, permanente Aufenthalts- und Arbeitsbewilligungen zu vergeben. Das heißt, man schafft hier eigentlich eine Gruppe in einer Bevölkerung, die nicht partizipieren kann, die nicht politisch partizipieren kann und aufgrund ihres Status auch nicht sozusagen wirtschaftlich erfolgreich werden kann, die neuen Möglichkeiten in dieser Form nicht nutzen kann. Und das ist eine Altlast, die uns bis in die Gegenwart eigentlich begleitet. Wirtschaftliche Transformation gelingt mehrheitlich sehr gut, weil man vor allen Dingen im estnischen Fall einen harten Cut macht. Ja? Man ist eigentlich noch in das Wirtschaftssystem eingebunden, aber man führt eigentlich selbstständig, obwohl der IWF sagt, macht das nicht, führt man eine eigene Währung ein und will selbstständig sein. Man bindet sie fest an die deutsche Mark, das heißt, man entwertet eigentlich alle Ersparnisse dergleichen, weil man diesen Kurs halten will. Aber es führt nachhaltig eigentlich zu einem stabilen System. Wirtschaftspolitisch unter Mart Lahr. Mart Lahr sagt, er hat mal ein Buch in den 80er Jahren von Milton Friedman in der Hand gehabt und hat gesagt, wenn ich irgendwann die Chance habe, dann will ich so mein Land aufbauen. Ja, dann will ich das genau machen, wie Milton Friedman das geschrieben hat. Dieser neoliberale Kurs wird so durchgesetzt. Ja, er nennt das Schocktherapie und man fängt von einem Tag auf den anderen, wickelt man alles sowjetisch ab. Das bedeutet enorm oder bedingt enorm hohe soziale Kosten. Es gibt kein funktionierendes Sozialsystem. Eigenverantwortung. Die Schwächsten der Gesellschaft, Arbeitslose, alte Menschen, bleiben hier großenteils auf der Strecke. Das sind Jahre, in denen auch die Lebenserwartung in den baltischen Staaten, vor allen Dingen in Estland, sinkt. Ja? Mittelfristig muss man heute sagen, ist es vielleicht kein schlechter Weg gewesen. Litauen hat sich sowohl bei der Staatsbürgerschaft als auch bei der Wirtschaftspolitik für eher moderate Wege entschieden und ist bis heute nicht so richtig in Fahrt gekommen an vielen Stellen. Ja? Also wenn man die Opposition mal aufbauen will. Wirtschaftlich geht es erstmals da nieder. Sie sehen es an den Inflationsraten, da bleibt nichts. Ja? Also alles, was die Menschen gespart haben, ist weg. Ab 1996 wird es aber besser. Und dann nimmt das richtig Fahrt auf und die baltischen Staaten werden vor allen Dingen durch eine wirklich neoliberale Wirtschaftspolitik sehr investitionsfreudig, klar auf Freihandel setzend zu Investitionszielen. Und in den 2000er Jahren haben die Wachstumsraten zwischen 10% und 12%. Ja, man spricht nicht umsonst von den baltischen Tigerstaaten, angelehnt an Singapur, an die südostasiatischen Tigerstaaten. Und was damit auch zusammenhängt, ist eine wirklich neue Identität, die sich Estland gibt, im Zusammenhang mit dem E-Estonia. Ich erinnere mich, ich war 1997 das erste Mal in Estland und da fingen die ersten von diesen Straßenschildern an, die einem den nächsten Internetzugangspunkt gezeigt haben. Ja, das war dann meistens irgendein altes schrumpeliges Internetcafé mit 386er, der so eine 28.8er Modemverbindung hat. Für die Jüngeren von Ihnen, das ist so ein Gerät gewesen, was so gemacht hat. Ganz interessant gewesen eigentlich. Hat nicht wirklich die Bandbreite gebracht, aber war ein Riesensprung. Und war für die Identität, es war nicht mehr sowjetisch, es war Zukunft. Ja? Ganz zentraler Punkt. Und was wir hier sehen, ist sozusagen ein temporäres Wi-Fi dann gewesen und in einem nächsten Schritt ist es dann immer weiter vorangesetzt worden. Das ist im Prinzip die Basis für die neue Wirtschaftspolitik, für das neue Selbstverständnis. Die Transformationszeit endet mit dem EU- und mit dem NATO-Beitritt. Da hat man sozusagen das erreicht, was man erreichen wollte und fühlt sich eigentlich jetzt 2004, 2005 angekommen. Und man muss auch sagen, Musterknabe vom Titel her, Estland hat in dieser Zeit, wissen Sie ungefähr, wie viel Staatsverschuldung Griechenland heute hat? Prozent vom Bruttoinlandsprodukt? Schätzung?
190. 230 Japan, Platz 1. Estland hat vor der Wirtschaftskrise 2008 4% und hat heute 8,2. Also dieser neoliberale Kurs, schlanker Staat, wenig Sozialsystem, keine Schulden machen, konsolidierter Haushalt, das hat man gnadenlos durchgezogen. Und auch bei dieser politischen Entwicklung, sie konnten zwar mit der Politik unzufrieden sein in den 90er Jahren, in der Transformationszeit, sie konnten eine andere Partei wählen, aber es war egal, weil auch die andere Partei hat den gleichen Weg verfolgt, weil man das erreichen wollte. Also sie konnten sozusagen, in dem Moment konnten sie Luft ablassen und sagen, ich will jetzt den anderen, aber die Ziele waren gleich. Ja? Die sind geblieben. Und das zieht sich bis heute eigentlich durch und das merken wir dann in meinem letzten Teil auch noch in der Gegenwart. Ja? Also die baltischen Staaten, vor allen Dingen Estland, sind innenpolitisch stabil, wirtschaftlich durchaus gefestigt, aber die größten Probleme oder die größten Unsicherheiten, die wir heute noch haben, ist das Setting. Ein Freund von mir hat mal gesagt, ich würde unglaublich viel geben, wenn wir Holland gegen Estland austauschen könnten. Weil dann hätten wir keine Grenze mehr zu Russland. Schwierig. Bringt vielleicht auch andere Probleme mit sich. Aber die Nachbarschaft zu Russland ist durchaus ein Problem. Ja? Die Schritte innerhalb der EU, Integration innerhalb der EU, die gehen sukzessive weiter. 2007 Schengen-Beitritt, Euro-Beitritt, das sind alles Punkte, die man abhakt. Aber was man sozusagen nicht schafft, ist das Verhältnis zu Russland auf sozusagen normalisieren, Koexistenz zu bringen. Das liegt vor allen Dingen daran, dass sich in den 2000er Jahren unter Putin die russische Außenpolitik emanzipiert oder überhaupt wieder als Außenpolitik wahrzunehmen ist. Die Jahre des Chaos sind vorbei, die Einnahmen sprudeln, man versucht wieder Einfluss auf das sozusagen near abroad, das nähere Ausland, wie es die Russische Föderation nennt, die Staaten der ehemaligen Sowjetunion zu nehmen. Und die baltischen Staaten stehen jeweils bei allen Konflikten, die hier anstehen, auf der anderen Seite. Und Russland setzt seinerseits seine Bodenschätze als Druckmittel ein und schließt die Transferlinien für Öl und Gas durch das Baltikum. Auch Nord Stream umgeht das Baltikum. Ja? Sind eigentlich alles solche Punkte, die gesetzen. Innenpolitisch oder beziehungsweise innerhalb der Gesellschaft haben wir das Problem, dass Russland einen sehr starken Einfluss auf die russischsprachige Minderheit hat. Ja, das versucht man durch verschiedene Integrationsprogramme. Auch jetzt aktuell läuft in Tallinn eine zweitägige Integrationskonferenz, also nach wie vor ein aktuelles Thema, in den Griff zu bekommen. Man versucht eine Schulreform. Das getrennte Schulsystem, ein russisches und ein estnisches System, soll sukzessive zusammengeführt werden. Die Diskussion höre ich jetzt aber wirklich seit 22 Jahren. Man kommt da nicht wirklich voran. Es funktioniert wirklich nur in ganz kleinen Schritten. Es gibt nach wie vor bis zum Universitätslevel eigentlich diese zwei Tracks. Was besser geworden ist, die russischsprachige Minderheit, die nicht den estnischen Pass hat, ist durch den Beitritt zum Schengen-Raum sozusagen mobiler geworden. Die haben jetzt Zugang zu Europa. Sie können auch mit ihren Drittstaatenpässen und mit ihren Aufenthaltsbewilligungen können sie in Europa reisen. Sollte eigentlich die Spannung rausgenommen haben. Würde man 2006, 2007, hätte man gedacht, gut, läuft. Dann kommt der estnische Denkmalstreit. Der fängt an mit einem Denkmal in Lihula, was einem estnischen Freiheitskämpfer in, Sie erkennen das vielleicht, deutscher Uniform gewidmet ist. Das wird wieder abgebaut, das wird von einer privaten Gruppe, wird das dort gesetzt und auf staatlichen Erlass wieder entfernt, ja, weil man das durchaus als Reputationsrisiko ansieht. Die zweite Runde ist der bronzene Soldat und die dritte Runde das Freiheitsdenkmal auf dem Freiheitsplatz. Das ist völlig unproblematisch, aber hier explodiert die Stadt, der Nordosten des Landes. Das fängt an auf dem Platz neben der Nationalbibliothek, sogenannten Tönnismägi. Das wird in den 40er Jahren wird das zum Gedenken an gefallene Rotarmisten gebaut und Rotarmisten sind auch dort bestattet, neben diesem Denkmal. Und das soll in den 2005er, 2006er Jahren auf Basis eines neuen Gesetzes verlegt werden. Ja, Estland ersetzt ein Gesetz, dass Soldatengräber immer auf Soldatenfriedhöfen bestattet werden müssen und das muss sozusagen verlegt werden, weil das nicht mehr gesetzeskonform ist. Vorher
hat sich eigentlich keiner für dieses Denkmal interessiert. Das ist in Vergessenheit geraten, irgendwann hat man die ewige Flamme ausgemacht, kein mehr interessiert, aber in den 2000er Jahren hat sich das so langsam als Weihestätte für die Nicht-Esten in Estland entwickelt. Die haben sich dort versammelt, aber eigentlich unscheinbar. Aber im Zusammenhang mit der Verlegung oder mit dem Abriss dieses Lihula-Denkmals haben konservative Kreise angefangen zu diskutieren, Esten können in Estland kein Denkmal aufstellen, aber wir haben mitten im Zentrum von Tallinn haben wir ein Denkmal, was der Roten Armee, die uns eigentlich okkupiert hat, huldigt. Und was jetzt passiert, mit massiver Einflussnahme der russischen Seite, ich springe mal ein bisschen vor, ist das hier. Was jetzt hoffentlich läuft. Das Ganze ist verbunden mit Plünderungen und Zerstörungen in der ganzen Altstadt. Ja, Estland ist auf sowas gar nicht vorbereitet. Es gibt noch nicht mal genug Kapazitäten, um Leute irgendwo zu internieren. Ja, hier finden Erdarbeiten statt. Das ist dann, als das Denkmal verlegt wurde, hat man diese Bilder hingestellt, um nicht nochmal irgendwelchen Protest zu äußern. Und man hat Blumen gepflanzt an dieser Stelle. Ich war zu dieser Zeit, als diese Unruhen waren, bin ich angekommen, um meine Masterarbeit dort zu schreiben. Ich hatte schon was im Auge, ich wollte was über die russische Minderheit schreiben, aber ich habe ehrlich gesagt nicht erwartet, dass es diesen Umfang einnimmt. Ich habe mich auch nicht aktiv an sozusagen Plünderungen beteiligt, sondern bin schön in meiner Wohnung geblieben und habe mir das dann am nächsten Tag mal mit Schrecken angeschaut. Hier steht, wir haben 100% geöffnet. Das ist die Altstadt, die Plünderungen in nicht gesehenen Ausmaß hinnehmen musste. Das erstaunt mich bis heute, wenn ich das sehe. Das ist eine Buchhandlung. Damals noch gewesen. Heute ist hier ein Souvenirladen drin. Damals ist das eine Buchhandlung gewesen. Also man kann auch sagen, die Leute, die hier randaliert haben, haben durchaus einen Bildungsanspruch gehabt. Ja? Ich glaube, der Euphemismus ist dafür erlebnisorientierte Jugendliche. Was ist hier passiert? Ein halbes Jahr später, der Mann schaut jetzt dorthin. Das war eigentlich ganz schön. Als ich das fotografiert habe, hat er genau dahin geschaut, wo dieses Denkmal stand. Hat sich wirklich niemand mehr interessiert, weil es ja am 8. Mai wiedereröffnet wurde. Es ist nicht zerstört worden, aber man hat hier gesehen, es hat einen massiven medialen Einfluss gegeben und die Spannungen, die in der Gesellschaft geblieben sind, die man nie bearbeitet hat, diesen großen Teil der Gesellschaft, den man eigentlich in den 90er Jahren mit seinen Staatsbürgerschaftsgesetzen etc. ausgeklammert hat, das ist hier hochgekommen. Und es geht um Deutungshoheit der Geschichte. Es geht um den Zweiten Weltkrieg, der für die Esten eine Okkupation ist und für die russischsprachige Minderheit ein heroischer Moment in der Geschichte. Ja? Die gesellschaftliche Abwertung, die russische Minderheit im Zuge der Unabhängigkeit hinnehmen musste, die wird hier nochmal in Frage gestellt und führt dazu, natürlich mit Anforderungen aus Moskau, dass wirklich das Ganze explodiert. Ja? Also wir sehen, es ist nicht spannungsfrei. Das Problem ist, die Diskussionen, die hier entstanden sind, sind mit der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung, die eigentlich mal ganz gut aussah, aber dann 2008, 2009 in der Wirtschaftskrise endet, sind auch die politischen Diskussionen über das gesellschaftliche Verhältnis zwischen Esten und Russen eigentlich wieder eingeschlafen. Man hat sich sehr, sehr stark auf die ökonomischen Probleme konzentriert. Estland hat hier nach wie vor eine gute Position gemacht. Man hat bis zu 30-40% teilweise die Gehälter im öffentlichen Dienst gekürzt, ohne größere Protestaktionen. Also man hat das gesellschaftlich mitgetragen und man konnte sogar seinen schwer angeschlagenen Nachbarn Lettland 100 Millionen Kredit geben. Also auch hier nochmal durchaus Musterknabe. Aber wenn wir den Vergleich sehen, das ist von Anfang der 2010er Jahre, das sind Zahlenvergleiche, das ist das Durchschnittseinkommen. Das liegt heute ungefähr bei 1000, 1100 und das sind die skandinavischen Länder Finnland, Schweden und Irland, um einfach mal einen Vergleich zu sehen. Es sind noch andere Sachen, Sie werden die Folien dann auch später, wenn Sie auch online nochmal einsehen können, dann können Sie sich im Detail nochmal anschauen. Estland möchte natürlich als Musterknabe Skandinavien sein. Die möchten das Role Model von Finnland nachmachen und sind auf vielen Stellen auf einer guten Entwicklung in ihrer Wirtschaft.
aber sie sind an vielen Stellen noch weit, weit weg. Zum Abschluss, wo sie durchaus wieder Teil einer größeren europäischen Bewegung sind, ist im Bereich der politischen Entwicklung der letzten Jahre. Ja? Was wir hier sehen, ist eine Kundgebung, das ist Mart Helme, der Führer der sogenannten ECRE-Partei, das ist eine Volkspartei, einer rechtspopulistischen Partei, die bei den letzten Parlamentswahlen im März 18% geholt hat. Und obwohl eigentlich nicht die stärkste Partei, mit einer anderen Partei nun die Regierung bildet. Mart Helme und Martin Helme, sein Sohn, sind Minister in dieser Partei und zeichnen sich durch eine aktiv fremdenfeindliche Politik, durch eine EU-skeptische Politik aus. Ja? Also eigentlich diese Ziele, der nationale Konsens, Europa anzugehören etc., wird von diesen Personen, von diesen Parteien zumindest stückweise in Frage gestellt. Ja? Weil man sagt, Europa heißt auch wieder Souveränität abgeben. Ja? Um den Vortrag aber nicht mit dieser politischen Entwicklung enden zu lassen und wie ich es versprochen habe, Estonia. Der letzte Punkt, um in die Gegenwart zu sprechen. Estland ist wahrscheinlich das Land, wenn Sie, 3 Minuten, ich bin kurz davor. Estland ist das Land, wenn Sie sehen wollen, wie sozusagen eine internetbasierte Gesellschaft aussieht, wie man sich das vorstellen könnte, wie man sich das im Alltag vorstellen könnte, dann fahren Sie mal nach Estland. Schauen Sie sich das mal an, schauen Sie mal Tallinn an. Sie haben an ganz vielen Stellen, sehen Sie tolle Möglichkeiten und auch Sie können diese Möglichkeiten nutzen. Denn Estland hat 2014 die sogenannte E-Residency eingeführt. Sie können Online-Staatsbürger Estlands sein. Können auf die Webseite gehen, können Ihr Foto hochladen und dann können Sie die Online-Staatsbürgerschaft beantragen und dann können Sie von all diesen Punkten profitieren. Elektronische Unterschrift etc. ist alles im Paket mit dabei. Ja, Sie können binnen 3 Minuten können Sie in Estland eine Firma aufmachen. Was Ihnen die Webseite nicht sagt, ein Bankkonto brauchen Sie trotzdem und das ist viel, viel schwieriger. Um den Vortrag damit enden zu lassen, Estland hat sich neu erfunden. Estland hat an ganz vielen, vielen Stellen vieles richtig gemacht, ist dadurch auch durchaus der Musterknabe im europäischen Vergleich. Aber es ist natürlich noch viel Luft nach oben, wie man auch nur erwarten kann. 30 Jahre nach der Wende, das ist keine lange Zeit. Man hat nicht das Glück gehabt, dass man sozusagen einen großen Bruder in Westdeutschland hatte, der mehrere Billionen an Strukturhilfe überwiesen hat, sondern man musste sehr, sehr viel aus Eigenkraft setzen. Und das, was man geschafft hat, ist sehr, sehr viel. Aber es ist auch, gerade was man dieses E-Estonia anschaut, es ist natürlich auch ein Image, es ist ein Brand, es ist ein Marketing-Effekt. Wenn Sie dahinter schauen, 5% der estnischen Gesellschaft arbeiten im IT-Sektor, 20% in der Schwerindustrie. Schiffbau, Ölschiefer. Ja, Ölschiefer, Ölsand, eine relativ dreckige fossile Art des Ganzen. Also durchaus ein ausgewogenes Bild, was aber nichtsdestotrotz nach wie vor Musterknabe Europas rechtfertigt, in meiner Ansicht. Herzlichen Dank. Perfektes Timing. Ganz herzlichen Dank. Es war sehr spannend. Danke. Ich hätte auch gerne noch weiter zugehört, aber ich glaube, es wird bestimmt jetzt auch einige Fragen geben. Wem darf ich denn das Mikro reichen? Sie haben jetzt den Populismus angesprochen zuletzt. Womit genau wird Populismus betrieben, wenn es, also jetzt dieses Bild des Musterknaben, womit wird Populismus betrieben, gegen wen? Man nutzt sehr, sehr stark die Angst vor Migration, vor Überfremdung und man nutzt auch das Vokabular, was den rechtspopulistischen Europas zu eigen ist. Also man spricht von Bevölkerungsaustausch, ja, man hat Angst, dass diese 1,3 Millionen Esten, die es weltweit gibt, vielleicht 1 Million in Estland, durch muslimische Gruppen, durch nicht weiße Gruppen ausgetauscht werden. Und das ist auch die Rhetorik, die durchaus auch im Dunstkreis von dieser Partei ECRE betrieben wird. Ja? Dass man wirklich eine Angst vor Überfremdung setzt. Estland hat nicht am EU-Migrationspakt sozusagen teilgenommen, was die Aufnahme von Flüchtlingen angeht. Ja, die Flüchtlingszahlen in Estland, die wirklich im Land sind, bewegen sich im zweistelligen Personenbereich. Nicht zweistelligen Millionenbereich, sondern zweistelligen Personenbereich. Das ist eine absurde Sache, wenn Sie estnische Tageszeitungen verfolgen, ist immer wieder das Thema, wie viele Migranten gibt es jetzt genau?
Wie viele sind wirklich im Land? Auf dem Papier sind es 120, in der de facto sind es 15, 16. Winzige Zahlen. Aber sozusagen das Bild, was genutzt wird, einer Überfremdung, einer möglichen Gefahr, wird sehr, sehr stark instrumentalisiert. Und vor allen Dingen, es gibt zum Beispiel mit Martin Helme, der Sohn von Mart Helme, ein Interview, als sie die Regierung übernommen haben und die Deutsche Welle ein Interview mit ihm gemacht, so online verfügbar, können Sie sich gerne mal anschauen. Da sagt er, ja, natürlich, diese Zahlen, die sind auf dem Papier, die heißen auch nichts, weil der Staat gar nicht weiß, wie viele Migranten es gibt. Die Migrantenzahl ist eigentlich viel, viel höher. Ja? Also es ist einfach, es wird völlig negiert, dass der Staat eigentlich Kontrolle über seine eigenen Grenzen hat, sondern man hat Kontrolle verloren. Das ist in der Realität ist das überhaupt nicht der Fall. Auch wenn Sie in Tallinn sind, sozusagen phänotypisch divers, ist diese Stadt nach wie vor nicht. Ja, also es ist auch im Täglichen müsste den Leuten das eigentlich klar sein, aber es leider funktioniert Populismus anders und es kommt dann doch anders bei den Personen herum. Soll ich noch weiter zum Populismus dann setzen? Das Interessante bei dieser Koalition ist, die Zentrumspartei und diese Ekre-Partei, die Zentrumspartei, der Koalitionspartner, ist über Jahre eigentlich der Vertreter der russischsprachigen Minderheit in Estland gewesen. Ekre als Partei ist tendenziell Russland skeptisch, feindlich, feindselig und hat auch eigentlich für diese russischsprachige Minderheit im Land nicht unbedingt positive Gefühle. Ja? Und die sind aber in eine Koalition eingegangen. Und das funktioniert wiederum, weil bestimmte Teile, da gibt es auch Forschungen zu, dieser russischsprachigen Minderheiten tendenziell konservativ eingestellt sind und auch die Ängste vor Islamisierung, vor Überfremdung teilen, auch wenn die de facto gar nicht da sind. Also man geht sozusagen wirklich eine Koalition ein, die es eigentlich gar nicht geben sollte. Aber es sind keine rationalen Gründe, die hier zugrunde liegen. Ja, ich habe zwei Fragen. Die eine Frage betrifft die Deutschspalten, die ja mal sehr stark waren. Mhm. Spielen die heute eine Rolle für das kulturelle Leben, für auch Hilfe des Staates? Wir haben das ja in einigen Ländern, dass diese Diaspora oftmals sehr aktiv ist und vor allen Dingen auch in diese populistische Richtung sehr aktiv ist. Also die sind ja, oder in der Forschungsliteratur werden die ja oft so ein bisschen als Hort dieser sehr nationalistischen Tendenzen auch beschrieben, dass sie das fördern. Aber unabhängig davon, was ist heute die Rolle oder wie wird auch damit umgegangen, dass es dieses deutsch-baltische Erbe gibt? Und das Zweite, wie sieht es denn aus, wenn dieser Staat sich sehr modern gibt mit Gender-Fragen? Also wie viele Frauen sind zum Beispiel beteiligt an der Regierung, bei den Wahlen, bei den Parteien? Ist das unterschiedlich zu anderen Ländern? Also könnte man ja denken, oder wie viele Frauen sind in der IT? Wäre ja auch mal interessant. Genau. Soll ich mit der ersten oder zweiten Frage anfangen? Egal. Mache ich es in der Reihenfolge. Die Baltendeutschen oder Deutschbalten, je nach zeitlicher Einordnung, spielen in Estland seit dem 13. Jahrhundert bis 1939, bis zur Aussiedlung, spielen eine zentrale Rolle und geben den Ton auf lokaler Ebene an. Also ihnen gelingt es, egal ob das estnische Gebiet zum schwedischen Königreich gehört oder zum russischen Zarenreich, es gelingt ihnen immer wieder, ihre lokalen Privilegien zu setzen. Und selbst nach der ersten estnischen Unabhängigkeit 1918 gelingt es ihnen, Gesetze zu lancieren, wie das Kulturautonomiegesetz, was eigentlich ihnen auf den Leib maßgeschneidert ist. Ja? Also eigentlich nur für sie passt, das im Prinzip ins Parlament einflusst. Und ihr Einfluss bleibt bis 1939 bestehen. Und wenn wir 1939 gefragt hätten, was ist eigentlich die Minderheit, mit der ihr die größten Probleme habt, aus der Perspektive 90er Jahre, frühe 2000er Jahre, hätte man wahrscheinlich gesagt, sind die Russischsprachigen, wollen sich nicht integrieren, etc. 1939 hätte niemand an diese größte Gruppe der 8% russischsprachigen Bevölkerung gedacht, sondern es wären immer die Deutschen gewesen. Die haben weniger als 2% ausgemacht, aber sie hatten nach wie vor den größten Einfluss. Es gibt von Hans Krus die Geschichte des estnischen Staates aus den 30er Jahren. Für den ist die Wurzel allen Übels und der Unterdrückung des estnischen Volkes liegt bei den Deutschen. 1939-40 werden die ausgesiedelt und es folgt die sowjetische Okkupation, es folgt der sowjetische Terror und schon 1941 hat sich dieses Bild bei dem Angriff der Wehrmacht auf die Sowjetunion in den baltischen Staaten, vor allen Dingen in Lettland und in Estland, geändert. Ja? Und aus heutiger Perspektive wird das komplett überlagert von dieser sowjetischen Geschichte. Und Lennart Meri hält in den 90er Jahren an der Universität Hamburg
einen Vortrag, in dem er die historische Minderheit der Deutschen wieder aufruft, in die Heimat ihrer Eltern zurückzukehren. Wenn er das 1939 gemacht hätte, hätte er direkt seinen Hut nehmen können. Also es ist sozusagen die Stelle der negativ besetzten Minderheit ist von den Deutschen zur russischsprachigen Minderheit übergegangen. Und in den 90er Jahren geht man diesen Deutschbalten, diese Familien sind ja durchaus relativ groß und haben es meist auch geschafft, sozusagen ihr Bildungsniveau oder dergleichen auch im Exil, also aus estnischer Sicht, zu halten. Einige davon werden Diplomaten, die nach Estland geschickt werden, zum Beispiel Henning von Wirstinghaus, das ist einer der ersten deutschen Botschafter in Estland und der schreibt auch ein Buch über dieses freie Estland und über diese ersten Jahre. Aus der heutigen Sicht wahrscheinlich durchaus eine positive Sache. Allerdings, ich erinnere mich zum Beispiel auch gerade in den späten 90er, frühen 2000er Jahren an solche Bustouren mit ehemalig deutscher Bevölkerung, die nun Tallinn besuchten und sich überlegt haben, was denn eigentlich mal ihr Haus war, ja, und was man jetzt damit machen könnte. Also das hat natürlich schon mal wieder so eine andere Konnotation gebracht. Insgesamt würde man sagen, die Deutschen als Gruppe sozusagen für die Weiterentwicklung dieses estnischen Staates haben sie keine so große Rolle gespielt, aber sie haben auch ihr negatives Image eigentlich ablegen können. Ja? Sie sind heute Teil der Geschichte und durchaus willkommen. Deine zweite Frage, der Frauenanteil Estland orientiert sich sehr, sehr stark an Skandinavien. Dementsprechend ist sozusagen Fragen der Gleichberechtigung, Fragen der Vereinbarkeit von Job und Familie und dergleichen sind auf skandinavischem Niveau. Also man kann in Estland im Verhältnis, also Freunde von mir sind ungefähr in der gleichen Lebensphase, haben auch zwei Kinder im gleichen Alter und wenn wir uns dann mal austauschen, estnische Verhältnisse sind durchaus besser. Ja? Also man hat bis zu 2 Jahre Elternschaft und hat 3 Jahre Recht sozusagen, sich um das Kind zu kümmern und seinen Job zu behalten. Also eine sehr weitgehende Möglichkeit, Familie und Beruf zu vereinbaren. Das gilt für Männer und für Frauen. Und auch in der Politik, die Partei, die jetzt eigentlich die Wahl gewonnen hat und die Regierung hätte bilden können, ist von Kallas, eine Frau, geführt, auch in diesem Wahlkampf geführt. Und ich würde vom Eindruck her sagen, für die IT kann ich weniger sagen, also wie da die Verteilung ist, aber ich glaube, im normalen gesellschaftlichen Bild, im estnischen Parlament, in estnischen Firmen etc. ist der Frauenanteil wesentlich höher, als wir in Zentraleuropa haben. Ja? Also da ist man sehr, sehr nah an Skandinavien dran und sehr an skandinavischen Verhältnissen und versucht sich auch proaktiv wirklich in diese Richtung zu haben, aber knüpft natürlich da auch an das sowjetische Frauenbild an, also an eine selbstständige, erwerbstätige Frau. Eigentlich, das ist auch eine Kontinuität, die man hier eigentlich weiterziehen kann. Ja? Wenn ich da gerade anknüpfen kann, die Populisten dann wiederum. Die sind dagegen. Ich wollte gerade sagen, also sind die da ähnlich eben, sagen wir skeptisch gegenüber, auch sagen wir nicht traditionellen sexuellen Orientierungen, wie das so schön heißt, im Russischen eingestellt, ja, wie andere populistische Bewegungen, ja, in Ostmitteleuropa, ja, allgemein. Also das ist eigentlich relativ einheitlich. Durchaus, man bekennt sich zu konservativen Werten, zu konservativen Familienbild, klassische Aufgabenverteilung etc. Martin Helmer hat 5 Töchter, also eine große Familie. Seine Frau ist aber nach meiner Kenntnis ist berufstätig. Die ist im Denkmalschutzministerium beschäftigt. Also die ist tatsächlich, das passt da nicht ins ganze Bild, aber natürlich homophobe Tendenzen spielen hier eine ganz große Rolle. Also durchaus vergleichbar auch mit anderen rechtspopulistischen Parteien und mit ihrer Agenda. Also deshalb habe ich vorhin gesagt, man reiht sich hier eigentlich in eine größere europäische Entwicklung der letzten 10 Jahre ein. Für den estnischen Fall, das haben wir vorhin schon mal ganz kurz besprochen, für den estnischen Fall ist das allerdings keine neue Entwicklung, sondern es ist eine Weiterentwicklung von bestehenden Punkten. Also wir haben das, was wir eigentlich in den späten 80er Jahren als diesen exklusiven Nationalismus erkannt haben, der auch die Triebfeder für diese Unabhängigkeit wird, der führt dann in den 90er Jahren dazu, dass Teile der Bevölkerung ausgeschlossen werden und der verschwindet nicht. Sondern der hat heute einfach noch eine andere Form und er hat vor allen Dingen eine andere Feindes- oder ein anderes sozusagen Gegenpol erhalten und reiht sich damit eigentlich in eine europäische Entwicklung ein. Ja? Ja, vielen Dank für den spannenden Vortrag.
Mich würde interessieren, wie man mit baulichem, mit sowjetischem baulichem Erbe umgeht. Also ich denke da jetzt nicht konkret an Denkmäler, nicht an das Soldatendenkmal, sondern zum Beispiel an die Lina Hall in Tallinn, in diese Mehrzweckhalle. Ja. Oder zum Beispiel an militärische Objekte wie in Poldiski, die Militäranlage. Ja. Ja. Wie wird damit umgegangen? Ja. Da ist man noch nicht so ganz einig geworden, wie man damit umgehen soll. Also zum Beispiel Lina Hall ist, um das einfach zu sagen, ist in Tallinn zum Meer hin eine große Konzerthalle, die in der Sowjetzeit gebaut wurde, die auch architektonisch eigentlich sehr, sehr interessant ist. Und eine Freundin von mir arbeitet im Denkmalschutzministerium und hat kürzlich den riesigen Wandteppich, der dieser Bühne vorsteht, begutachtet und der ist noch in einem sehr guten Zustand. Von außen sieht das Gebäude mittlerweile furchtbar aus. Ja, also das Dach ist begehbar und es wächst dort Gras. Es ist wahrscheinlich mit sehr, sehr großen Investitionskosten verbunden, das einer neuen Nutzung zuzuführen. Und da muss man immer sagen, das Land hat 1,3 Millionen Einwohner. Also das ist nicht sonderlich groß. Man muss sich genau überlegen, was macht man sozusagen, wo fügt man seine Ressourcen ein. Es findet, also man hat ja durchaus in Ostdeutschland zum Beispiel, hat man eigentlich an vielen Stellen ja auch ein gezieltes Tilgen von dieser DDR-Architektur. Man versucht sie neu zu verkleiden. Das ist mir in Estland an vielen Stellen eigentlich bisher noch nicht flächendeckend aufgefallen. Also wenn Sie zum Beispiel in Tallinn sind, dann gibt es natürlich noch diese großen Schlafstädte, die vorgelagert sind. Also Mustamäe, Osmäe, Lasnamäe, das sind die großen Schlafstädte, die wirklich in bester sowjetischer Blockbauweise gesetzt werden. Und auch teilweise alte sowjetische Parteigebäude werden weiter genutzt. Das KP-Gebäude ist heute das Außenministerium. Also es ist durchaus, ich glaube, man hat die innere Struktur noch nochmals geändert, weil der Parteisekretär konnte sich damals nämlich aussuchen, ob er zur historischen Altstadt hingucken will oder zur neuen Plattenbausiedlung. Und er hat tatsächlich die Plattenbausiedlung genommen. Also wahrscheinlich die Chefetage hat man dann nochmal umgebaut. Ja, aber flächendeckend hat man sozusagen eigentlich ein wirklich unklares Verhältnis dazu. Es hängt sehr, sehr viel an Finanzierung und an Nutzungsplänen. Aber Lina Hall ist zum Beispiel jetzt eine Sache, die sehr breit diskutiert wird und wo es eigentlich auch einen Konsens gibt, es wäre schön, das zu erhalten. Ja? Ich glaube, der Herr hier vorne hat er auch noch. Ja. Wie loyal sind die Russischsprachigen zum estnischen Staat? Und noch eine Anschlussfrage, wird sich dieses Problem längerfristig nicht von selber lösen, wenn die Russischsprachigen dann in der estnischen Mehrheitsgesellschaft aufgehen? Ja, also wir sehen jetzt schon in den letzten 30 Jahren, dass zum Beispiel die sprachlichen Barrieren sehr, sehr stark abgenommen haben. Also wenn Sie vorhin ganz kurz diese Sache auf dieser Bevölkerungsverteilung war rechts auch eine Angabe zur Sprachkenntnissen. Und ein Großteil der Esten hat sozusagen entweder profunde oder zumindest ausreichende Russischkenntnis gehabt. Die mussten ein Jahr länger zur Schule gehen, damit sie ausreichend Russisch lernen. Russen in Estland konnten ein Jahr früher die Schule verlassen, weil sie ja schon Russisch konnten. Also auch so absurden des sowjetischen Systems. Diese Sprachbarriere ist an vielen Stellen gefallen. Und auch man hat Staatenlose, das ist ein Riesenproblem gewesen. Es hat 500.000 Staatenlose in den 90er Jahren gegeben, weil sie diese Staatsbürgerschaft nicht bekommen haben. Das hat sich auch relativiert. Ein Teil davon hat die Staatsbürgerschaft mittlerweile erwerben können. Teil ist gestorben, ja, also auch der natürliche Bevölkerungswandel sozusagen. Und es gibt neue Gesetze, die auch Kindern von Staatenlosen die estnische Staatsbürgerschaft gewähren. Ja, also selbst wenn die Eltern nicht die estnische Staatsbürgerschaft haben, aber die Kinder werden in Estland geboren, können sie das setzen. Ich würde sagen, da wächst durchaus was zusammen. Man merkt es an vielen Stellen. Es gibt jetzt auch Berührungspunkte, es gibt viel stärkere Berührungspunkte. Bei jungen Leuten ist auch dieser Nachteil der Transformationszeit, diese 8 bis 10 Jahre, wo man in einer sehr unklaren Position war, der ist einfach nicht mehr gegeben. Wenn die Leute in den späten 90er Jahren geboren sind und heute junge Menschen sind, die überlegen, was sie studieren oder dergleichen, da macht das spielt das keine Rolle mehr. Das merkt man also bei den jungen Leuten, ist es nach wie vor da. Ganz allgemein würde ich sagen, das, was man sozusagen als geteilte, getrennte Gesellschaft sieht, hat weniger eine ethnisch-sprachliche Komponente, sondern eher eine sozioökonomische Komponente. Also die man als sozusagen eher als Verlierer dieser neuen Zeit setzen würde und was man manchmal auch mit russischsprachiger Minderheit labelt,
sind aber eigentlich Leute, die keinen Anschluss an diesen neuen Staat gefunden haben. Es gibt auf der anderen Seite sehr, sehr viele Menschen, die zur russischsprachigen Minderheit gehören, die durchaus mittlerweile erfolgreich sind und wo auch optisch sozusagen kein Unterschied mehr da ist, die auch in beiden Sprachen sehr, sehr fließend sind, sehr einfach sind. Wenn Sie zum Beispiel im Immobiliengewerbe sind, ist es durchaus von großem Vorteil, wenn Sie zwei Sprachen können. Also wenn Sie Russisch und Estnisch können, haben Sie einfach einen doppelten Markt. Ja? Das ist halt Vorteil. Und auch zum Beispiel meine Freunde, wenn ich mich erinnere, in den 90er Jahren, ich habe an einem Schüleraustausch mit Pärnu teilgenommen, das ist die estnische Sommerhauptstadt, da gibt es sehr wenig russischsprachige Menschen im Verhältnis. Wenn die über Narva gesprochen haben, über den Nordosten, dann waren das Bilder der Apokalypse. Vorhof zur Hölle, ja, Drogensüchtige, dann wird man überfallen und so weiter. Also selber keine Berührungspunkte dazu gehabt. Ne? Ich habe mir gedacht, ist das wirklich so? Es klingt irgendwie, ich bin dann ein paar Jahre später mal selbst in Narva gewesen und seitdem einige Male. Ich bin hier, also bin nicht überfallen worden. Es war durchaus interessant. Sehr eindrücklich, diese zwei Festungen am Wasser. Aber auch diese Freunde, die am Anfang gar keine Berührungspunkte hatten, sind oft zum Studium nach Tallinn gegangen. Und gerade wenn es darum ging, eine günstige Wohnung zu finden, dann ist man in Quartiere gezogen, wo viele Russischsprachige gewohnt haben. Und dann hat man selber dann überlegt, es wäre doch vielleicht nicht schlecht gewesen, wenn ich mal in meinem Russischunterricht aufgepasst hätte. Ja, und viele von meinen Freunden haben dann wieder angefangen, ein bisschen Russisch zu lernen, damit man zumindest im Geschäft oder so weiter durchaus, man müsste das nicht, aber durchaus ein bisschen plaudern kann. Ja, also auch da hat es durchaus eine Entspannung gegeben. Auch allgemein, wenn ich zum Beispiel in Estland war, ich hätte nie Anfang der 2000er Jahre direkt auf Russisch jemanden angesprochen. Ich habe immer erst Englisch versucht, meine spärlichen Estnisch-Kenntnisse oder Deutsch. Da kann man eigentlich schon sehr, sehr weit mit. Und wenn das alles nicht funktioniert hat, dann habe ich Russisch vorgeschlagen. Und dann war es okay, weil dann hat man sozusagen alle anderen Optionen durch und hat dann trotzdem noch eine Möglichkeit, wie man sich unterhalten kann. Heute völlig problemlos. Also kann man durchaus machen. Also aus den Erfahrungen jetzt der letzten Sommer, die ich im Baltikum verbracht habe, das hat sich auch sehr, sehr entspannt. Das ist interessant, weil man auf der anderen Seite diese politische eigentlich Radikalisierung vernehmen würde. Aber das Verhältnis im Alltäglichen, da ist eine merkliche Entspannung da. Ich hätte auch noch eine Frage zur Staatenlosigkeit und diese Problematik. Könnte man sagen, dass vielleicht die EU bei den Beitrittsverhandlungen mehr Druck aufsetzen sollte oder hätte sollen? Hat. Aber vielleicht doch zu wenig? Naja, es hat schon. Also es hat eine OSZE-Beobachtermission gegeben und die haben gerade auf Lettland haben die sehr, sehr viel Druck ausgeübt, diese Quoten der Einbürgerung abzuschaffen. Also dass man tatsächlich keine Obergrenzen für eine Einbürgerung hat, sondern die sich einbürgern lassen wollen, auch zur Einbürgerung zulassen. Und das war wahrscheinlich auch einer der Hauptkritikpunkte neben der Implementierung des 75.000-seitigen Regelwerks der EU, die ins Estnische und ins Lettische übersetzt und implementiert werden mussten, war das wahrscheinlich der größte Druckpunkt, dass man gesagt hat, ihr müsst das Verhältnis zur russischsprachigen Minderheit und auch die Lebensbedingungen der russischsprachigen Minderheit zumindest auf eine planbare Basis stellen. Und das ist der Punkt, als man dann auch diese dauerhaften Arbeits- und Aufenthaltsbewilligungen ausgegeben hat, Ende der 90er Jahre, relativ zeitnah mit den Aufnahmeanträgen, die man an die EU gestellt hat. Ja? Ist die Frage, ob man mehr Druck hätte ausüben können. Die Vergabe der Staatsbürgerschaft auf Basis des Jus Sanguinis ist durchaus keine, in Europa durchaus keine seltene Art. Ja? Eigentlich ein Großteil der europäischen Staaten hat bis vor kurzem sich eigentlich immer die Staatsbürgerschaft auf Basis des Abstammungsprinzips vergeben. Ja? Es sind eher die klassischen Einwanderungsländer, die auf Basis des Jus Soli im Prinzip des Geburtsrechts dann die Staatsbürgerschaft vergeben. Die europäischen Staaten sozusagen als Auswanderungsländer haben eher das Abstammungsprinzip gehabt. Auch die Schweiz vergibt das nach Abstammung. Ja? Also wenn Sie hier in der Schweiz geboren werden, sind Sie auch nicht automatisch Schweizerin. Deshalb ist es jetzt nicht, wenn man es im europäischen Vergleich sieht, jetzt nicht besonders strikt oder dergleichen. Aber man konnte natürlich einzelne Punkte, wie diese Quoten, die man hatte, die dem Ganzen entgegenstanden oder was man gefordert hat. Das sind natürlich auch Punkte, da hätte man natürlich etwas lockerer gehen können. Aber das hat sich weiterentwickelt und gerade diese Möglichkeiten für Kinder von Staatenlosen, dass man denen eine Perspektive gibt, dass man denen direkt die Staatsbürgerschaft gibt, das sind Entwicklungen der späten 2000er Jahre. Also wo man wirklich versucht hat,
diese Spannungen, die auch durch diese Ungleichbehandlung entstehen, verschwinden zu lassen. Ja? Also es wurde schon Verschiedenes dazu gesagt, aber es interessiert mich trotzdem, ob Sie das Problem mit der russischen Minderheit als entschärft betrachten oder ob da immer noch eine gewisse Chance besteht, wenn der geeignete Moment kommen würde. Analog der Situation in der Ukraine, ob man diese Minderheit, ob zum Beispiel Wladimir Putin diese Minderheit auch noch instrumentalisieren könnte, wenn ihm das etwas bringt. Das wäre die eine Frage. Die andere Frage, Sie haben davon gesprochen, dass die Aufarbeitung der ganzen Situation mit dem Hitler-Stalin-Pakt, der wurde ausgehend, also ja, ausführlich aufgearbeitet. Mich interessiert, ob auch die nicht unwesentliche Kooperation in den baltischen Staaten mit der Juden, in der Frage der Judenverfolgung, ob das ebenfalls ein wesentliches Thema schon war. Ich fange mal mit der zweiten Frage an, weil die erste ist nämlich viel komplexer, glaube ich, und glaube ich, viel schwerer zu beantworten. Die zweite Frage. Die Aufarbeitung des Holocaust hat sehr, sehr lange auf sich warten lassen. Ja, es gab dann in den 2000er Jahren von Simon Weiss-Wendt Murder Without Hatred, das erste Buch, was sich damit beschäftigt und was zum ersten Mal auch an dieser Schwarz-Weiß-Darstellung zwischen Opfern und Tätern kratzt. Also die Esten, die Letten und die Litauer sind Opfer des Zweiten Weltkriegs gewesen und die Rote Armee und auch gegebenenfalls die Deutschen sind die Täter gewesen. Und das, was man in den 2000er Jahren dann angefangen hat, ist dieses Schwarz-Weiß-Bild aufzubrechen und zu schauen, hat es Kollaboration gegeben, welchen Beitrag hat es dazu gegeben. Und was man zum Beispiel militärischer Art sagen muss, es hat eine estnische Waffen-SS-Division gegeben und es hat zwei lettische Waffen-SS-Divisionen gegeben, die relativ spät aufgestellt wurden und mehrheitlich den Abzug der Deutschen gedeckt haben. Also man hat die Leute ausgerüstet und hat gesagt, so, jetzt habt ihr die Möglichkeit, jetzt könnt ihr eure Länder verteidigen. Und die deutschen Truppen sind aus dem Baltikum relativ verlustarm abgezogen, bis gestellt haben. Es hat Konzentrationslager im Baltikum gegeben. Also sie finden in den Wäldern um die großen Städte herum, finden sie kleinere Gedenkstätten, die auch in den letzten Jahren stärker gepflegt und kommemoriert werden. Es ist ein Thema, aber gerade zum Beispiel diese Zugehörigkeit zur Waffen-SS ist lange als Teil eines Freiheitskampfes gesehen worden. Also es gibt zum Beispiel auch von diesem ehemaligen Ministerpräsidenten Mart Laar, der alle Teile der estnischen Geschichte aus seiner eigenen Perspektive erforscht hat. Ja, es gibt Mart Laars Geschichte darüber und darüber und darüber, eigene Perspektive jeweils. Da gibt es zwei sehr opulent in Leinen gebundene Bücher zu estnischen Einheiten im Zweiten Weltkrieg und zur estnischen Waffen-SS-Division. Und wenn Sie diese Bücher aufschlagen, ist wirklich opulent gemacht, das sind Heldengeschichten. Und wenn Sie die letzte Seite aufschlagen, dann finden Sie da eine CD mit den Liedern der estnischen Waffen-SS-Division. Und diese CD fängt an mit 5 Minuten Gefechtsgeräusche, als die Rote Armee Narva angreift und die estnischen Einheiten Narva verteidigen. Das sind Heldengeschichten, die hier sind. Die konnten eine Zeit lang, ich weiß nicht, ob es die immer noch gibt, konnten sie Kalenderauskopplungen aus diesen Büchern kaufen. Also Bilder der estnischen Waffen-SS für 12 Monate des Jahres. Das zeigt sicherlich, wie auch eine gewisse Einstellung von bestimmten Kreisen zu dieser Sache ist. Das estnische Parlament hat darüber diskutiert, ob Angehörige der estnischen Waffen-SS-Einheiten den Status sozusagen als Freiheitskämpfer für das estnische Volk bekommen. Also ob man sie als Veteranen des Freiheitskrieges sieht, als man die Helden der Republik feiert. Ja? Deshalb, dass solche Sachen überlagern und es ist sehr, sehr stark der Opferdiskurs, der aus der sowjetischen Geschichte herauskommt, der sehr lange verhindert hat, dass man sich wirklich adäquat damit auseinandersetzt. Mittlerweile würde ich sagen, die Zeit ist da. Ja? Wir haben jetzt 30 Jahre, wir haben einige Arbeiten dazu gehabt, sowohl international als auch von Esten, Letten und Litauen. Aber es gibt immer mal wieder neue Sachen. Zum Beispiel vor 3 oder 4 Jahren ist in Litauen ein Buch erschienen von einer Journalistin, was sich mit dem Holocaust in Litauen auseinandergesetzt hat und dem Mord an den Nachbarn. Ja, also Litauen hat über 200.000, das ist Jerusalem des Nordens, Vilnius hat über 200.000
die Wehrmacht hat, oder beziehungsweise die Deutschen, der Holocaust hat 200.000 Todesopfer an der jüdischen Bevölkerung dort in Litauen gefordert. Estland hat eine kleine Gruppe gehabt, ja, aber es auf Karten, die Sie aus der Zeit sehen, wird euphemistisch Estland als erstes judenfreies Land Europas oder im neuen deutschen Machtbereich gesehen. Ja, das sind alles Teile, die in der Diskussion stehen, aber ich würde hier sagen, es ist weit genug weg, also dieser Opferdiskurs überlagert das nicht mehr und man kann jetzt auch, die Sachen werden diskutiert. Die erste Frage, das ist wirklich sehr, sehr schwierig. Ich denke, was die Ukraine und was Estland, Lettland und Litauen unterscheidet, dass Estland, Lettland, Litauen Mitglied der NATO sind. Von der Bevölkerungsstruktur, die russische Minderheit lebt in, oder russischsprachige Minderheit lebt in Estland relativ kompakt im Nord- und Nordosten des Landes, in der Hauptstadt und in den Gebieten Sillamäe, Kohtla-Järve und Richtung Narva dann. Da gibt es eine relativ große russischsprachige Minderheit. Das sind natürlich Gebiete, die haben Anfang der 90er Jahre hat es dort sogar ein kleines Referendum gegeben, was eine Autonomie, einen Autonomiestatus angegeben hat. Und hier ist man natürlich sehr, sehr sensibel auf solche Entwicklungen. Der russische mediale Einfluss ist durchaus nach wie vor stark. Man hat versucht, gegenzusteuern, indem man auch eigene Angebote, also man hat einen eigenen Fernsehkanal geschaffen für die russischsprachige Minderheit, man hat Radiosender geschaffen, man hat Internetangebote und versucht sozusagen die Informationen etwas breiter zu gestalten. Ich würde sagen, jetzt aus meiner Erfahrung gibt es keine akute Gefahr, weil die Leute natürlich, man muss sich überlegen, ein Großteil der Menschen, 500.000 waren staatenlos und alle davon hätten ein Anrecht gehabt auf eine russische Staatsbürgerschaft und eine Zukunft in Russland. Und nur ein Bruchteil, weniger als 100.000 oder knapp 100.000, hat diese Möglichkeit in Option gezogen. Die anderen haben sich dafür entschieden, in sehr lange unklaren Verhältnissen in Estland und Lettland leben zu bleiben, weil man sich insgesamt doch mehr Zukunft vorgestellt hat, als man sie in Russland hätte finden können. Also ich glaube dann auch für die Frage der Loyalität, die ist durchaus da, ja, weil sonst hätte man eine Entscheidung mit den Füßen in den 90er Jahren gesehen. Ich glaube, wir sind beim Ende der Zeit angekommen. Herzlichen Dank nochmal. Herzlichen Dank Ihnen fürs Kommen. Ein paar ganz kurz noch zum nächsten Mal. In zwei Wochen am 28. haben wir Ursula Kropiwitz. La culture polonaise toujours en transition. Und da geht es auch wieder um ein spezielles Land, Polen. Aber diesmal erzählt uns eben Ursula Kropiwitz, die ehemalige Verantwortliche für das Pro Helvetia Programm damals in Polen, aus ihren Erfahrungen, wie sich die Kunstszene in Polen eigentlich seit 1989, seit den 90er Jahren verändert hat, und wird auch etwas ein bisschen darüber sagen, wie es der Kunst so ergeht unter der aktuellen Regierung, was ganz denke ich, ganz interessant zu werden verspricht. Und der Vortrag wird in französischer Sprache sein. Sie können aber natürlich auch in anderen Sprachen Fragen stellen. Im Anschluss an den Vortrag werden wir Poster präsentieren aus einem Seminar unserer Partneruniversität Fribourg, aus dem Seminar Craindre, Exploiter et Penser le Moment 1989 en Suisse, das Mathieu Gilabert in Fribourg organisiert. Ich hoffe, Sie sind dabei. Wir können auch darauf anstoßen. Es gibt ein bisschen was zu trinken. Und ja, bis in zwei Wochen dann.